Natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de. Herzlich willkommen zu den Allgäu-TV-Nachrichten, liebe Zuschauer. Ab heute gelten wieder neue Corona-Lockerungen für Bayern. Welche das sind, erfahren Sie später in Kompakt. Außerdem ist heute Weltfrauentag. Seit 1921 hat sich der 8. März als Tag für die Rechte der Frauen etabliert. Das Datum erinnert an den Streik russischer Textilarbeiterinnen gegen das zaristische Russland. Auch die Themen des Tages haben natürlich mit dem Weltfrauentag zu tun. Starke Ämter fordern starke Frauen. Maria Rita Zinnecker und Indra Beyer-Müller zum Weltfrauentag. Weltfrauentag oder feministischer Kampftag? Wie unsere Sprache die Gleichberechtigung beeinflusst. Das Wetter, ein Mix aus Sonne und Wolken. Kindern und Jugendlichen in der Corona-Krise mehr Gehör zu verschaffen, das fordern Jugendverbände schon länger. Heute war die Gelegenheit dazu. Am Kinder- und Jugendgipfel nahmen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder sowie Familienministerin Carolina Trautner von der CSU und Kultusminister Michael Piazzolo von den Freien Wählern teil. Was dabei herausgekommen ist, das erfahren Sie jetzt unter anderem in Corona in Bayern. Das weitere Vorgehen bei der Förderung von Kinder und Jugendlichen während der Corona-Pandemie sei Chefsache, so Ministerpräsident Markus Söder. Zusammen mit Vertretern von Eltern und Schülern hat die Staatsregierung heute über neue Maßnahmen beraten. Einerseits die weisende Hand, wenn es um die Schule geht, in welche Richtung, und die helfende Hand, wenn es um das Thema Hilfe in der Jugendsozialarbeit geht. Eines sei für Söder klar. Das Schuljahr dürfe aufgrund von Corona kein verlorenes Schuljahr werden. Wir wollen nicht, dass dieser Jahrgang ein Corona-Jahrgang allein ist, der mit Abstrichen in der Bildung leben muss. Wir wollen auch nicht, dass diese Generation einen Verlust hat an sozialer Kompetenz, ganz im Gegenteil, sondern wir wollen helfen, insbesondere dort, wo Eltern in dieser Pandemie nicht so den Dienst leisten können wie sonst. Neben dem Schulabschluss sollen Jugendliche auch beim Berufseinstieg unterstützt werden. Weil Messen und Praktika heuer oft nicht stattfinden können, wird es zusätzliche Angebote geben. Und deswegen wollen wir hier nochmal unterstützen mit Ausbildungsakquisiteuren, wie wir sie schon haben. Aber hier wollen wir nochmal verstärken, pro Regierungsbezirk noch einen zusätzlichen Ausbildungsakquisiteur fördern. Für das weitere Vorgehen nennt Kultusminister Piazzolo drei Säulen. Beziehungen stärken, Beratung ausbauen, Bildung sichern. Schule ist eben nicht nur Lernen, sondern eben auch Leben. Das heißt, Schüler mit Verantwortungsarbeit, Projekte, Veranstaltungen, Schulfahrten, vorsichtig, langsam wieder heranfahren. Aber auch diese Bereiche sollen sukzessive wieder eine stärkere Rolle spielen. Neben dem Ferienprogramm ab Pfingsten werde es auch Förderunterricht oder Brückenkurse während des Schuljahres geben, so Piazzolo. Ist künftig mehr Impfstoff vorhanden, sollen nach Plänen des Gesundheitsministeriums Betriebsärzte in die Impfstrategie mit eingebunden werden. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer könnten dann vor Ort in den Unternehmen geimpft werden. Wir stehen zur Verfügung ab dem Zeitpunkt, in dem genügend Impfstoffe da sind und die Prioritäten abgeimpft sind. Das wird wohl Mitte April sein. Kritik an dieser Impfstrategie kommt von der Landtags-SPD. Das muss natürlich eingebettet sein in eine durchdachte Impfstrategie und Impfkampagne und jetzt nicht danach gehen, wer kann was für sich sichern. Es darf nicht danach gehen, dass jetzt nur große Unternehmen, die sich Betriebsärzte und Impfstoffe eben auch leisten können, entsprechend bevorzugt werden, zum Beispiel auch vor den kleineren Betrieben, Handwerksbetrieben, Familienbetrieben. Wenn mehr Berufsgruppen vorgezogen werden, würden sich die Impfungen für die Normalbevölkerung noch weiter verzögern, erklärte Waldmann. Die Politik ist immer noch eine Männerdomäne, jedenfalls in großen Teilen. Zwar gibt es mittlerweile einige große weibliche Politikerinnen, doch die großen Namen geben einem ein falsches Gefühl von starker weiblicher Präsenz in der Politik.
Allein im Ostallgäu sind von 43 Bürgermeisterstellen nur 4 mit Frauen besetzt. Und in den 71 bayerischen Landkreisen gibt es aktuell 7 Landrätinnen. Die erste Landrätin gab es in Schwaben übrigens erst 2014. Im Oberallgäu gibt es die erste Frau an der Spitze sogar erst seit letztem Jahr. Ein Porträt über die beiden Allgäuer Landrätinnen Maria Zita-Zinnecker und Indra Bayer-Müller heute am Weltfrauentag. Ich glaube, unsere Region ist nach wie vor sehr traditionell und sehr konservativ geprägt. Also insgesamt ist es so, dass die Frauen in der Politik leider noch immer in der Minderheit sind. Posten toll, freue mich sehr, dass es gelungen ist. Ich glaube aber, wir haben hier noch Dinge zu lernen. Aber ich bin optimistisch, wenn man die Entwicklungen so anschaut. In der Wirtschaft und in der Politik kommen immer mehr Frauen in Führungspositionen oder auch bei uns in den Ämtern. Also die Frauen sind auf dem Weg nach vorne, würde ich sagen. Und in Zukunft wird es hoffentlich besser. Auch wenn in Sachen Gleichberechtigung in den letzten Jahrzehnten viel passiert ist, sei es 2021 immer noch etwas Besonderes, wenn eine Frau eine Führungsposition einnimmt, so Landrätin Bayer-Müller. Auch im Landtag liegt der Anteil der Frauen bei unter 30%. Viele Frauen mit Potenzial sagen, sie wollen sich das nicht antun, weil es anstrengend und weil man muss sich durchsetzen können, man muss auch durchhalten, man muss auch manchmal gegen Widerstände angehen und das wollen viele heute nicht mehr. Anstrengend auch, weil viele Frauen neben ihrem Beruf sozusagen alles für die Familie regeln. Der Stress hätte sich durch Corona noch verstärkt, so Bayer-Müller. Frauen haben Homeschooling. Sie sind eigentlich Pädagoginnen. Sie machen daneben noch Homeoffice, ja, und sie managen ihren ganzen Haushalt. Also ich glaube, dass natürlich bei mehr Beteiligung von Männern in diesem Sektor, was wir auch erleben, ja, aber nach wie vor der Hauptteil der Verantwortung im Moment gerade bei den Frauen liegt. Und ich kriege auch rückgespiegelt, dass viele am Rande ihrer Kräfte sind. Und ich glaube, man darf an so einem Tag wie heute dann auch ein Dankeschön weitergeben und sagen, Leute, Mädels, ihr macht es super, ja, und bitte haltet durch. Es wird auch wieder besser. Das ist, glaube ich, schon etwas, was wir heute noch mal ganz nach vorne tragen sollen, weil hier wird Unglaubliches geleistet im Moment. Wer erfolgreich sein will, muss manchmal also ganz schön stark sein. Doch wann ist eine Frau überhaupt erfolgreich? Jede Frau muss für sich festlegen, was ist es, was mich erfolgreich macht. Und das wird sehr unterschiedlich sein. Und insofern ist für mich das Bekleiden eines Vorstandspostens durch eine Frau gleich zu werten wie, ich habe eine große Familie und das ist mein Wunschtraum gewesen und das setze ich um. Also ich würde sagen, wenn zwei Frauen hier nebeneinander stehen und jede sagt von sich, ich bin zufrieden und ich bin erfolgreich in dem, was ich tue, dann würde ich das auch gleichermaßen so als erfolgreich sehen. Was der Oberallgäuer Landrätin in ihrem Leben viele Türen geöffnet hat, ist Bildung. Wissen ist auch ein Stück weit Macht. Viel mehr Frauen sollten diese Macht nutzen, sich einbringen und ihre Gemeinde, ihren Landkreis oder auch ihr Land gestalten. Da sind sich die beiden Landrätinnen einig. Wir haben viele gute Frauen, viele junge Frauen mittlerweile, auch die sehr selbstbewusst sind, gut ausgebildet. Also ich bin überzeugt, dass sich da in Zukunft noch ganz viel tun wird. Und Vorbilder gibt es ja jetzt einige mittlerweile und auch Unterstützungsmöglichkeiten. Wir haben im Landratsamt selber vor der Kommunalwahl Seminare angeboten für zukünftige Kommunalpolitikerinnen. Also ich bin da optimistisch und ich motiviere alle Frauen, sich da einzubringen. Es lohnt sich. Am Weltfrauentag gibt es in vielen Ländern Blumen für die Frauen. Aber die Lage der Frauen ist oft deprimierend und ein Blumenstrauß reicht vielen bei Weitem nicht aus. 300 Männer und Frauen haben deshalb auf Einladung des katholischen Deutschen Frauenbundes Landesverband Bayern am vergangenen Wochenende beim Hackathon Gleich ist gleich einen anderen Weg gewählt. Sie haben ihren Blick nach vorne gerichtet und Lösungsansätze für mehr Gleichstellung ersonnen. Kreativ und realistisch.
Viele große Netzwerke waren mit von der Partie bei Gleich ist gleich und auch das Bayerische Sozialministerium. So war gesichert, dass die vielfältigen Lösungen nicht in Vergessenheit geraten. In ihrer Keynote machte Magdalena Rogel, Head of Digital Channels bei Microsoft Deutschland, deutlich, die Sprache ist einer der Schlüssel auf dem Weg zu echter Gleichstellung und Partnerschaft auf Augenhöhe. Ich will angesprochen werden, nicht nur mitgemeint sein. Mit dem Thema Gendersprache geht es auch nach der Werbung weiter. Alle reden von Elektro. Wir fahren schon. Kurz- und Langzeitmiete möglich. Autohaus Huber, Markt Oberdorf. Fair und familiär. Optimieren Sie Ihre Auffindbarkeit bei Google für relevante Keywords. Erhalten Sie wichtige Entscheidungshilfen. Suchmaschinenanalyse. Wir zeigen Ihnen wie. Die Brille loszuwerden kann heute so einfach sein. Ihre Spezialisten vom Laserzentrum Allgäu in Kempten sind gerne persönlich für Sie da. Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für Ihren Eignungscheck. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de ist Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren, Lebenslauf hochladen und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Oder ohne Registrierung direkt mit einem Klick bewerben. Jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Ihre Kunden schauen zu. Erreichen Sie das ganze Allgäu mit Werbung auf Allgäu TV. Schon ab 250 Euro im Monat. Schreiben Sie uns einfach per E-Mail an werbung@rundfunkhaus-allgäu.de. Gesellige Einkehr in gastfreundlichem Ambiente. Willkommen im Bistro Relax. Gut bürgerliche Küche und traditionelle Atmosphäre machen das Brauereiwirtshaus Wilde Männle zum Treffpunkt. Liebhaber edler Tropfen kommen in der Weinstube Luitpold 11 auf ihre Kosten. Dreimal ausgezeichnete Gastlichkeit im Herzen von Oberstdorf. Und nun die Kurznachrichten vom Montag. Seit heute gelten in Bayern neue Corona-Lockerungen, gestaffelt nach den 7-Tage-Inzidenzen. Unter 35, unter 50, unter 100 und über 100. Bei einer Inzidenz unter 50 dürfen Einzelhandel, Museen, Galerien und Zoos wieder öffnen. Zudem ist kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen von maximal 10 Personen im Außenbereich möglich. Bei einer Inzidenz über 50 ist im Einzelhandel weiterhin nur Click and Meet mit vorheriger Terminbuchung möglich. Auch Museen, Galerien und Zoos dürfen nur mit Terminbuchung besucht werden. Kontaktfreier Individualsport ist mit maximal 5 Personen aus 2 Haushalten erlaubt. Unabhängig von den Inzidenzen dürfen bis zu 20 Kinder unter 14 Jahren wieder Sport im Freien treiben. Die Kontaktbeschränkungen orientieren sich an der 35er-Marke. Bei einer Inzidenz unter 35 dürfen sich maximal 10 Personen aus 3 Haushalten treffen. Bei einer Inzidenz über 35 sind es maximal 5 Personen aus 2 Haushalten. Bislang liegen im Allgäu nur die Inzidenzen der Stadt Kempten und dem Landkreis Oberallgäu unter 50. Vollbrand in Kranzegg. Am Sonntagabend geriet in Kranzegg ein landwirtschaftlicher Betrieb in Vollbrand. Ungefähr 50 Rinder konnten nicht mehr aus den Flammen gerettet werden. Die anderen ca. 50 geretteten Rinder kamen bei benachbarten Landwirten vorläufig unter. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Immenstadt, Kranzegg, Rettenberg, Rauenzell, Vorderburg und Untermeißelstein. Die Rettungskräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Gebäude übergreifen. Der Sachschaden wird ungefähr auf 1 Million Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt zur Klärung der Brandursache.
Am Wochenende hat sich ein weiterer Brand am Samstagabend in Immenstadt ereignet. Im Ortsteil Bühl geriet gegen 18 Uhr eine landwirtschaftliche Maschinenhalle in Vollbrand und brannte samt Maschinen vollständig nieder. Das Vieh konnte zuvor rechtzeitig durch den Eigentümer in Sicherheit gebracht werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Dank der alarmierten Feuerwehren griffen die Flammen nicht auf das Wohnhaus über. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 200.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unklar. Auf einem Milchviehbetrieb in Bad Grönenbach herrschen immer noch Zustände, die gegen das Tierschutzgesetz verstoßen. Das hat die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und der Veterinärwesen KBLV uns heute bestätigt. Demnach handele es sich um einen Bereich, um einen Betrieb, der bereits im Sommer 2019 ins Visier der Behörden geraten war. Behördenangaben zufolge herrschte trotz einer Reduzierung des Bestands um mehrere hundert Tiere im Januar noch eine Überbelegung von 15%. Im Februar seien allerdings wieder Tiere hinzugekommen. Trotz einer monatelangen Frist zum Abbau des Bestands und inzwischen 6 Kontrollen sei den Anordnungen der Behörde nicht in vollem Umfang nachgekommen worden. Gegen den Unterallgäuer Betrieb ist nun ein zwangsgeldbewährtes Verfahren eingeleitet worden. 2 Demonstrationen in Memmingen. Am Sonntagnachmittag sind in Memmingen Demonstranten gegen die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen auf die Straßen gegangen. Rund 550 Personen haben nach Polizeiangaben an der Kundgebung am BBZ in der Bodenseestraße teilgenommen. Dabei kam es offiziellen Stellen zufolge zu mehreren Verstößen gegen die Regelungen zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen. Weil die Organisatoren zu wenige Ordner eingesetzt haben, hatte die Polizei über eine Schleuse den Zugang zum Demonstrationsbereich geregelt. Etwa 100 Gegendemonstranten auf 2 aufeinanderfolgenden Kundgebungen haben unter anderem mit lauten Sirenensignalen versucht, die Demo der Corona-Maßnahmenkritiker zu stören. Verstöße gegen Hygieneauflagen habe es Medienberichten zufolge hier nicht gegeben. Die Kundgebungen wurden von einem Großaufgebot der Polizei begleitet. Das waren die Kurznachrichten. Jetzt noch der Blick aufs Wetter. Das Adlerwetter wird präsentiert von den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen. Entdecke jetzt alle Adler 7 Stationen und mach die Zweiländer-Skiregion zu deinem Revier. In der Nacht wird es wechselhaft, später zunehmend stark bewölkt. Stellenweise muss mit Nebel gerechnet werden. Die Temperaturen liegen zwischen -3 und -6 Grad. Nebel und Wolken bleiben uns auch morgen Vormittag noch erhalten. An den Bergen kann auch mal die Sonne hervorschauen. Die Werte liegen zwischen 2 und 4 Grad. Zum Nachmittag hin ziehen die Wolken wieder zu. Insbesondere im Flachland macht sich die Sonne rar. Es wird kaum wärmer. Die Mischung aus Sonne und Wolken zeigt sich auch auf den Allgäuer Bergen. Bei Werten zwischen -10 und 0 Grad wird es durchaus frisch. Trüb, kühl und wolkenreich geht es in die restliche Arbeitswoche. Am Mittwoch können bei bis zu 6 Grad vereinzelt längere sonnige Abschnitte dabei sein. Am Donnerstag wird es zunehmend wolkig, dafür aber bei Temperaturen von frühlingshaften 14 Grad. Am Freitag erwarten uns viele Wolken und gebietsweise Regen bei stürmischem Südwestwind. Auf den Bergen sind, wie auch bereits am Donnerstag, Sturmböen drin. Bei Werten zwischen 2 und 5 Grad ist es weiterhin kühl. Sagen Sie Bürgerinnen oder einfach nur Bürger? Gibt es nur einen Gast oder auch eine Gästin? In unserer deutschen Sprache sind Frauen nicht gleichberechtigt und auch sonst im Alltag fehlt die Gleichstellung, findet die Access Allgäu Area. Die Initiative setzt sich generell für mehr Menschlichkeit ein und setzt den Schwerpunkt dabei auf Feminismus und Antirassismus. Die 18-jährige Lara Schmidt ist seit Ende Februar Teil der Initiative und ist von deren Themen überzeugt. Meine Kollegin Katrina Rudolf hat mit ihr über eine gleichberechtigte Sprache gesprochen. Lara, schön, dass du hier bist, um heute am Weltfrauentag mit mir zu sprechen. Der Weltfrauentag wird vor allem auf Social Media und von der jüngeren Generation immer mehr als feministischer Kampftag bezeichnet. Warum denn diese Namensänderung?
Genau, da gibt es wesentlich zwei Aspekte. Zum einen ist es so, dass wenn man Weltfrauentag sagt, dass viele von uns insbesondere an sowas wie Muttertag oder Vatertag erinnert hat und dann eben als Feier eher angesehen wurde. Und genau diesen Aspekt wollen wir eben nicht, weil natürlich muss man feiern, was schon passiert ist, aber es ist noch längst nicht alles. Und dass da eben mehr dieser Kampf reinkommt und dieser Kampfgeist auch geweckt wird, deshalb Kampftag. Die zweite Sache ist das Feministische anstelle von Frau, damit einfach alle Personen mit einbezogen sind. Eben gerade das Wort Flinter ist da ja Schlagwort, damit Transpersonen mit einbezogen sind oder non-binäre Personen. Genau, und deshalb wurde diese Bezeichnung immer populärer mit feministischer Kampftag. Da merkt man eben, dass sich die Gleichstellung bzw. die Nichtgleichstellung der Frau vor allem auch in der Sprache äußert. Deshalb wird ja auch immer mehr gegendert bzw. Gendersprache verwendet. Da entstehen dann, ich sage jetzt mal so, Wortneuschöpfungen wie Gästin als Pendant zum männlichen Gast. Warum denn so eine Gendersprache? Da geht es ganz viel darum, dass Frauen sich nicht angesprochen fühlen oder nicht mitgedacht werden. Da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel, dass ein Arzt in den OP kommt und da liegt eine Person und der sagt dann, ja, das geht nicht, das ist mein Sohn, obwohl der Vater eigentlich schon gestorben ist. Und es wurde gefragt, was die Leute denken, wie die Beziehung ist. Und die Leute kommen vorher auf die Idee, dass es ein schwules Paar ist, bevor überhaupt daran gedacht wird, dass es eine Frau ist. Genau, und deshalb hat man das eben gerade jetzt angefangen oder versucht es auch immer mehr zu machen, dass man Ärztin sagt oder Lehrerin und eben auch Gästin. Da ist dann halt so, dass auch solche, ich sage jetzt mal, Phrasen eher überdacht werden. Heißt es dann auch zukünftig, ich gehe nicht mehr zum Bäcker, ich gehe zur Bäckerin, oder wo fängt man da an und wo hört man da auf? Also ich versuche tatsächlich, das komplett in meinen Sprachgebrauch zu integrieren, also versuche auch zu sagen Bäckerin. Aber das ist ein Wandel, der wird mehrere Jahre dauern, also wirklich lang. Ich fände es wichtig, das als Ziel zu sehen, dass man das überall einführt, gerade auch auf Kundgebungen eben. Wir sagen auch alle TeilnehmerInnen und nicht die Teilnehmer kommen. Genau, damit man einfach das als Normalität irgendwann hat. Dann kommen wir mal weg von der Sprache zu Gleichstellung im Alltag, sage ich mal. Vor allem im Job sind da Frauen immer noch nicht gleichgestellt in Führungspositionen und was Gehälter angeht. Was gibt es denn da in deinen Augen noch zu tun? Also gerade auf die Jobwelt bezogen wäre es die Bezahlung, wo für mich persönlich ein ganz zentrales Thema ist, weil einfach immer noch so viele Frauen unterbezahlt sind gegenüber Männern und auch 35% weniger Rente kriegen, was auch ein zentraler Punkt ist. Wenn man von der Arbeitswelt weggeht, ist da vor allem das Abtreibungsgesetz, was für mich wirklich schrecklich ist zu sehen, dass es das immer noch gibt, dass es verboten wird, weil die Frau einfach ein Recht an ihrem Körper haben sollte und das dadurch ja massiv eingeschränkt wird. Was auch dazu gehört, ist, dass zum Beispiel Verhütung immer noch hauptsächlich Aufgabe der Frau ist und da wenig gemacht wird, dass der Mann mehr tun kann oder dass der Mann mehr macht. Das heißt, was wären deine Erwartungen von der Politik? Meine Erwartungen konkret wären, dass man das Thema vor allem aufhört zu tabuisieren, weil darüber ja ganz viel überhaupt nicht gesprochen wird. Und dass vor allem auch eine höhere Diversität erreicht wird und eben die Leute, die zu dieser Diversität gehören, auch befragt werden und da aktiv mit einbezogen werden in die Entscheidungen. Womit kann sich denn jeder Einzelne und jede Einzelne, beziehungsweise wie kann sich jeder und jede Einzelne einsetzen im Alltag selber, um für mehr Gleichstellung zu kämpfen? Das fängt schon im ganz, ganz Kleinen für mich an. Also eben, dass man in den sozialen Medien sich erstens informiert, zweitens auch ganz divers informiert, aber auch, dass man dann darauf aufmerksam macht, wenn Leute Fehler machen oder zum Beispiel gerade bei Catcalling oder Victim Blaming, dass man den Leuten sagt, hey, das ist nicht gut, was du da machst. Und viele schweigen einfach. Und ich finde, der erste Schritt ist, dass man einfach laut wird und dass man sagt, was nicht stimmt. Vielleicht können wir an der Stelle noch mal ganz kurz erklären, Catcalling, was genau meinst du da damit? Catcalling ist für mich, dass man einfach Leuten zum Beispiel hinterherpfeift oder irgendwelche abwertenden Kommentare ihnen zuwirft oder zum Beispiel in der Gastronomie, dass man dann sagt so, oh, du hast aber einen tollen Ausschnitt heute oder so. Das geht halt überhaupt nicht und das kann auch viele Leute traumatisieren. Da kann also jeder bei sich selber anfangen und das Thema noch mal überdenken. Lara, vielen Dank, dass du heute hier bei mir warst. Danke, dass ich da sein durfte.
Beim Thema Frauen in Führungspositionen hinkt Deutschland im internationalen Vergleich hinterher. Im mittleren Management wie auf Spitzenpositionen in mittelständischen Unternehmen wie in großen Konzernen. Frauen sind hierzulande in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert. Wir zeigen Ihnen gleich eine Frau, die es geschafft hat. Ich will nur noch zum Jet, Michel. Zum Tanken und auf einen kleinen Snack. Krieg ich ein Eis? Okay. Und ein Heft? Na gut, es gibt viele Gründe, beim Jet, Michel zu halten. Jet Allgäublick, direkt an der B19. Und jetzt zweimal neu an der B12 in Isny Schweinebach und Kraftesried. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Herzlich willkommen bei Delta Möbel, Ihrem Spezialisten für Inneneinrichtung. Wir bieten eine reichhaltige Auswahl individueller Möbel. Für jeden Anspruch das Richtige, dank der persönlichen Beratung durch unser Fachpersonal. Besuchen Sie uns in unseren Häusern in Bubesheim und Leutkirch im Allgäu. Unsere bayerischen Landwirte arbeiten das ganze Jahr für diesen besonderen Moment. Beste Kartoffeln für beste Knödel. Unser Verwöhnrezept für die kommenden Festtage. Höchste Qualität mit Gelinggarantie. Das perfekte Fest mit dem bayerischsten aller Knödel. Burgis Knödel für die ganze Familie. Weil's gut ist. Versammlung, Diskussionsrunde, Trauerfeier, Präsentation, Schulung oder Studioaufzeichnung. Wir sind Ihr Partner für Streaming und Aufzeichnungen. Interessiert? Melden Sie sich unter streaming@allgäu-tv.de. Bestes Frühstück im Bett. Bestes Büro im Bett. Am besten streiten im Bett. Am besten versöhnen im Bett. Bestes Versteck im Bett. Bestes Bett? Lima Betten. Ihr Bettenhaus im Allgäu. Frauen in Führungspositionen sind trotz der in den 80ern eingeführten Frauenquote eine Seltenheit. Und das nicht nur in milliardenschweren großen Unternehmen. Auch in Schulen gibt es wenig Frauen in der Leitung. Am Kempner Allgäu-Gymnasium saß in der Geschichte der Schule noch keine Frau auf dem Chefsessel. Vor kurzem hat sich das dann geändert. Und die erste Schulleiterin hat ihre Arbeit aufgenommen. Seit 3 Wochen ist sie im Amt. Claudia Reinert. Sie ist die Schulleiterin des Kempner Allgäu-Gymnasiums. Die frischgebackene Direktorin ist damit die erste Frau, die diesen Posten am Allgäu-Gymnasium innehat. Sie war sich zuerst nicht sicher, ob sie sich überhaupt auf die Stelle bewerben soll, denn sie schätzte ihre Chancen als Frau eher gering ein. Ohne den Zuspruch ihres Umfelds wäre sie diesen Schritt wohl nicht gegangen. Der Mut, der fehlt halt oft. Also ich hätte mir das jetzt nicht so getraut. Ich wäre von alleine nicht auf die Idee gekommen, mich auf diese Stelle zu bewerben, wenn nicht eine Freundin gesagt hätte, mach das. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich das schaffen kann. Und da denke ich, dass Frauen eher zweifeln. In Claudia Reinerts Büro gibt es eine Wand, an der traditionell ein Foto jedes bisherigen Schulleiters und der aktuellen Schulleitung hängt. Deswegen würde dort eigentlich auch ein Bild von ihr hängen. Doch das lehnt sie ab. Sie findet es zwar wichtig, dass eine Schule sich ihrer Tradition bewusst ist und will auch ein Teil der Schultradition werden. Allerdings nicht in dieser Form. Ja, ich achte diese Tradition, aber ich möchte nicht an einer Wand hängen mal. Das bin nicht ich, weil Schule findet im Leben statt, mit Menschen statt und da möchte ich sein. Ich möchte bei den Menschen sein und ich möchte mit den Schülerinnen und Schülern sprechen und mit den Kolleginnen und Kollegen sprechen. Und die Historie, die kann auf einer Internetseite und wir finden bestimmt eine schöne Wand. Aber ich bin ein Teil, aber ein anderer, ein neuer Teil. Und hoffentlich auch ein Teil, wo ich Mädchen vielleicht zeigen kann, was möglich ist. Das wäre das Coolste, aber ich weiß nicht. Das ist nichts, was ich beeinflussen kann. Das suchen sich die Mädchen dann selber aus. Claudia Reinert ist es ein großes Anliegen, Frauen Mut zu machen. Denn wenn man etwas will, könne man es auch schaffen. Am wichtigsten ist ihr, dass sich Frauen und vor allem ihre jungen Kolleginnen nicht unterkriegen lassen.
Die Besitzer von zum Beispiel Ferienwohnungen gehören sicher nicht zu den Gewinnern der Corona-Krise. Ganz im Gegenteil. Die Not der Betroffenen wird, je länger die Pandemie dauert, immer größer. Deshalb gibt es jetzt vehement die Forderung nach Öffnungen. Mehr dazu sehen Sie morgen bei uns in der Sendung. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Feierabend und hoffe, Sie sind morgen wieder dabei. Salita, natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de